Im letzten Video ging es um die Grundlagen von 5S. Heute stelle ich vier Bereiche vor, in denen 5S richtig viel Sinn macht. Vielleicht kommen Ihnen das eine oder andere aus Ihrem Unternehmen wirklich bekannt vor. Vielleicht wollten Sie das Thema auch schon immer mal angehen. Und am Ende des Videos habe ich sogar noch einen Bonustipp für Sie. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Ich durfte schon ganz, ganz viele kleinere Unternehmen besuchen. Und diese vier Bereiche, die ich in diesem Video vorstelle, sind mir immer wieder aufgefallen, bei denen 5S richtig viel Sinn macht. Erstens, das Lager. In allen Lagern, die ich gesehen habe, gab es immer Regale und Ecken, in denen Diverses gelagert wurde. Von denen keiner wusste, was es ist, für was man es braucht oder ob es vielleicht noch gut ist oder vielleicht schon verdorben, abgelaufen, kaputt, wie auch immer. Obwohl die benötigte Ware oder das Material physisch im Lager vorhanden war, wurde es neu bestellt, weil es nicht sofort griffbereit war. Und das kostet natürlich unglaublich viel Geld. Und im schlimmsten Falle verderben die eingelagerten Materialien im Laufe der Zeit oder werden durch Beschädigung unbrauchbar. Und nein, ein größeres Lager bauen ist nicht die Lösung des Problems. 5S ist hier die Lösung, insbesondere wenn man auf ein paar grundlegende Prinzipien großen Wert legt. Aussortieren, was weg kann. Sie werden erstaunt sein, wie viel Platz auf einmal wird und der Fall, dass man genau das braucht, was man 20 Jahre lang aufgehoben hat und letzte Woche entsorgt wurde, das ist dann halt einfach Pech oder Schicksal des Universums. Es steht aber in keiner Relation zu den verbrauchten Lagerkosten der letzten 20 Jahre. Gehen Sie also dieses Risiko bewusst ein und befreien Sie sich von diesem Ballast. Reinigen und Sauberkeit sind in einem Lager genauso wichtig wie bei einem Büroarbeitsplatz oder einem Sozialraum. Sobald sich die ersten Verschmutzungen ansammeln, wird weiterer Unrat hinzukommen. Ist aber alles blitzblank sauber, achten die Mitarbeiter von selbst viel mehr drauf, ohne ständig ermahnt zu werden. Und ihnen fällt zum Beispiel auch sofort auf, ob sie kleine Nagetiere in ihrem Lager haben oder eben nicht, wenn das Lager wirklich ordentlich und sauber ist. Und jedes Ding im Lager hat seinen Platz. Auch das ist ein Prinzip von 5S und sollte nicht nur für die eingelagerte Ware oder das Material gelten, sondern eben auch für die Nebendinge, wie zum Beispiel Schaufel und Besen, die immer griffbereit an der gleichen Stelle an der Wand hängen. Regale sollten beschriftet sein, das ist klar, und es sollte aber auch visuell sichtbar sein, was sich in den Kartons, die in den Regalen stehen, vielleicht befindet, ohne erst umständlich Etiketten drauflesen zu müssen. Also wenn man wirklich gleich ein Bild des Produkts sieht, was sich in dieser Kartonage entsprechend befindet, zeigt es einfach viel leichter sofort, dass ich da hingreifen kann und das finde, was ich eben suche. Und zu alles hat seinen Platz gehört auch, dass die abgestellte oder eingelagerte Ware mit einem Griff oder in einem Rutsch mit einem Stapler entnommen werden kann. Sobald Sie etwas umräumen oder umschlichten müssen, ist das Lager, hat alles seinen Platz eben einfach schlecht umgesetzt. Sie müssen wirklich mit einem Handgriff das rausnehmen können, was Sie gerade brauchen oder mit einem Stapler exakt an die Palette rankommen, die Sie eben jetzt wirklich brauchen. Und die Standardisierung als weiterer Baustein von 5S bedeutet eben im Lager, dass Sie mit einheitlicher Beschriftung und vor allem mit Markierungen arbeiten. Denken Sie dabei auch an die Bodenmarkierungen für Stellflächen, wo Ware, die angeliefert wird, abgestellt wird für zum Beispiel Qualitätssicherung, bevor sie in die Regale verbracht wird. Das gilt aber auch für die Stellflächen bei Packtischen und Ähnlichem. Bodenmarkierungen kosten wirklich nicht viel Geld, bringen aber ganz, ganz viel Klarheit in ihre Abläufe. Und noch ein Tipp dazu, weil es mich wirklich bewegt hat, es zu sehen. Ich war also bei einem Betrieb, die hatten entsprechende hohe Regallager und da waren Holzlatten eingelagert. Und ein Mitarbeiter ist entsprechend dorthin gegangen und wollte eben Latten entnehmen und eine von den Latten ist einfach rausgefallen und ist ihm auf den Kopf geschlagen, sodass er bewusstlos am Boden lag. Danach natürlich AU und längere Ausfallzeiten, also ein klassischer Arbeitsunfall. Wenn Sie jetzt Bodenmarkierungen um diese Regalflächen rum machen würden und sagen, niemand betritt den Innenraum dieser Markierung ohne seine Schutzausrüstung, vor allem ohne einen Helm, dann hätte man dieses Problem in diesem Fall vermeiden können. Also Bodenmarkierungen können wirklich einfache und kostengünstige Hilfsmittel sein, um Dinge echt zu verbessern. Und in der Champions League spielen Sie natürlich, wenn Sie als Chef von einem glänzenden Lager ein paar Bilder machen und es auf Ihren Firmenrundgängen immer wieder darauf hinweisen, so soll es aussehen.
Schauen Sie sich einmal um, erkennen Sie die Unterschiede. Wann kann ich wiederkommen und das Lager wie auf dem Bild vorfinden? Das sind die Fragen, die Sie als Führungskraft zum Beispiel in Ihren Firmenrundgängen immer einbauen sollten. Das Vergleichen, was ich sehe, mit dem Standard zum Beispiel auf dem Bild. Hängen Sie diese Bilder gut sichtbar auf. Ein Plakatausdruck in A2 von einem Foto kostet etwa 3 Euro. Aber wenn Sie 10 von solchen Plakaten ausdrucken und aufhängen, dann sind Sie 30 Euro los und Sie haben von jeder Ecke Ihres Lagers eine Referenz, wie es sein sollte. Nämlich genau dieser Zielzustand, dieser Standard, wie sollte es denn wirklich sein? Zweiter Bereich, wo 5S ganz, ganz viel Sinn macht. Die Autos der Monteure. Lohnenswerter Bereich sind 5S eben ganz oft die Autos der Monteure oder des Außendienstes. Hey Leute, damit seid ihr bei der Front beim Kunden und dann habt ihr eine rollende Müllkippe. Sowohl das Fahrerhaus als auch hinten im Laderaum soll es doch ordentlich zugehen. Und nein, es liegt eben nicht nur am unordentlichen Mitarbeiter. Das ist die einfachste Entschuldigung, der Mitarbeiter war unordentlich. Wenn man sich mal vernünftig mit den Mitarbeitern unterhält, die diese Fahrzeuge führen, Kolonnenführer zum Beispiel oder Außendienstmitarbeiter, also ohne Vorwürfe oder Anweisungen, dann erfährt man fast immer, dass man schnell im Auto gegessen hat, weil in der Hektik die Pause entfallen ist. Oder weil die Inneneinrichtung für die Geräte und Materialien einfach unpraktisch ist. Nehmen Sie das wirklich ernst und ändern Sie diesen Zustand durch Ihre Unterstützung. Und das ist Ihre Aufgabe als Chef und als Führungskraft, eben genau diese Zustände so einzurichten, dass die Leute vernünftig arbeiten können. Und gerade bei den beiden 5S-Bausteinen, sortieren, systematisieren auf der einen Seite und standardisieren auf der anderen Seite, brauchen die Mitarbeiter eben ihre Hilfe. Ein Einbauregal im Laderaum entsteht nicht von selbst. Und Systemregale von namhaften Herstellern kosten wirklich eine ganze Stange Geld, das weiß ich. Aber oft gibt es die Kompetenz ja schon im Haus oder bei befreundeten Unternehmen. Vielleicht ist einer von Ihren Mitarbeitern ein gelernter Schreiner, der zusammen mit den Monteuren passgenaue Regale baut. Und wenn Ihr Monteur genau sagen kann, was er braucht, ist die Akzeptanz dafür auch viel, viel größer. Also welche Kleingeräte sollen wo sein? Wie soll Befestigungsmaterial gelagert werden? In Schubfächern oder in Koffern? Wie kann man auf den ersten Blick sehen, wo was hingehört? Wie wird das Werkzeug gelagert? Mit Schaumeinlagen in Schubkästen zum Beispiel oder mit Stretchlaschen in den Koffern entsprechend, helfen Sie doch als Chef wirklich mit, dieses Chaos zu bändigen. Der dritte Bereich, der immer ganz viel Sinn macht, ist das Thema Kleingeräteverwaltung. Der dritte Bereich, der lohnt sich 5S wirklich, weil wie oft wurde mir schon gesagt, die Kleingeräte sind gesucht worden, sie waren verschmutzt oder sie waren defekt. Chef, gestern ging die Nagelmaschine noch. Ich weiß auch nicht, warum sie heute nimmer geht. In den meisten Unternehmen, in denen ich als Berater war, gab es einen Raum mit Regalwänden, in denen die Bohrhämmer, Kreissägen, Akkuschrauber und so weiter gelagert wurden. Das heißt, eher in ein Regal reingestopft waren und ich habe in keinem Betrieb einen festen Tisch gesehen, an dem das Gerät einem Funktionstest bei der Rückgabe unterzogen wurde, wo entsprechend Reinigungs- und Pflegemittel für die Maschinen wirklich da waren, wo einfach bei der Rückgabe der Maschine sich jemand darum gekümmert hat, ist sie wirklich in Ordnung und dann, und zwar nur dann, kommt sie zurück ins Regal an einen definierten Platz. Fehlanzeige. Und wenn dann die Maschine bei Ihrem Trupp auf der Baustelle ausfällt, dann kostet sie das richtig Geld und Nerven. Denn es gibt sofort Termindruck, es gibt Verzögerungen, Sie müssen alle nachfolgenden Aufträge umdisponieren, bis irgendwann mal ein neues Gerät zur Hand ist. Und in der Zeit wird natürlich nicht produktiv gearbeitet. Da kann der Deckungsbeitrag von Ihrem Auftrag schon mal schnell weg sein. Wie hilft jetzt hier wirklich 5S? Kleingeräte haben im Regal ihren festen Platz. Beschriftet, markiert, wo der Koffer mit dem Bohrhammer zu stehen hat. Und wenn sie dort sind, sind sie sauber, gewartet und funktionstüchtig. Die Reinigung der Geräte ist gleichzeitig eine Inspektion auf Schadstellen oder sich ankündigende Ausfälle. Ein guter Handwerker oder ein Maschinenführer, der kennt seine Maschinen. Er hört sofort, ob die Maschine rund läuft und spürt anhand von den Vibrationen, ob sich ein Defekt anbahnt oder ob man irgendwas austauschen muss. Das ist die Könnerschaft, die ich bei Handwerkern schon immer bewundert habe und auch weiterhin bewundere. Dann machen Sie sich doch diese Könnerschaft wirklich zunutze.
Es geht ja nicht darum, ob der Herr Meier versehentlich den Bohrhammer ruiniert hat. Ich meine, Ausfälle oder Unfälle passieren immer mal, besonders im harten Einsatz draußen an der Kundenfront. Sondern es geht darum, dass die benötigte Maschine morgen zuverlässig läuft. Und das muss ihr Ziel sein. Nicht hinten nach jemanden Schuldigen suchen, warum irgendwas nicht geht, sondern dafür sorgen, dass sie morgen gut läuft. Und 5S hilft ihnen einfach dabei, wirklich gut zu arbeiten und ist eben deutlich mehr als nur aufräumen. Und der letzte Bereich, der immer ganz besonders schön ist, ist das Thema aus der Verwaltung, aus dem Büro, die Dateiablage. Das ist also genauso oft vernachlässigt wie Dokumente, zum Beispiel Angebote, PDFs, PowerPoints, Word, wie auch immer, irgendwie abgelegt werden. Und ja, was Sie und Ihr Team an E-Mails, PDFs, Word und PowerPoints sowie dem krebsartigen Wachstum von Excel-Tabellen in Ihrem Windows Explorer alles da reinstopfen irgendwie. Also ich kenne kein Unternehmen, wirklich keins, was konsequent Standards für die Dateianlage anwendet. Und wie so oft sucht man eine Rechnung oder irgendein ganz bestimmtes Schreiben. Und jetzt herzugehen und terabyteweise irgendwelche Dateien organisieren zu wollen, das ist völlig aussichtslos, das können Sie vergessen. Aber was Sie tun können, ist ab jetzt mit Standards für Struktur und Ordnung auch auf Ihren Dateiablageordnern zu sorgen. Wie werden denn alle Dokumente eines Projekts abgelegt? Gibt es eine einheitliche Namensgebung oder gar eine Vorlage, wie die Dokumente innerhalb der Projekte strukturiert werden, also eine Ordnerstruktur zum Beispiel, die immer gleich ist? Wie wird mit Bearbeitungsstätten und Versionen des gleichen Dokuments umgegangen? Immer wieder neue Kopien? Version 37, finaler Entwurf, Review Meier, V4? Genau so? Das sind doch dann die Fehler durchs Arbeiten an alten Bearbeitungsständen wirklich vorprogrammiert. Also auch im elektronischen Leben Ihres Unternehmens ist 5S eine absolut sinnvolle Maßnahme, um schneller, fehlerfreier und effizienter zu arbeiten. Und haben Sie eigentlich schon unseren Kanal abonniert und brav den Daumen nach oben gedrückt? Nein? Dann machen Sie das ganz schnell, bevor ich Ihnen den versprochenen Bonustipp verrate. Also jetzt den Kanal abonnieren und dann kommt jetzt der Bonustipp. Also, wo lohnt sich 5S als Add-on, als Bonus noch ganz besonders? Das wollen Sie bestimmt jetzt nicht so gerne hören, aber der Schreibtisch vom Chef. Der Schreibtisch vom Chef ist der wichtigste Ort, an dem 5S konsequent gelebt werden muss. Und warum? Weil ich als Mitarbeiter es nicht verstehen würde, wenn mein Chef von mir verlangt, ordentlich zu sein, aber selbst ist er der völlige Chaot und spiegelbildlich zu sehen an seinem Schreibtisch. Wenn sich da alles türmt und keiner was findet und überall nur jongliert wird und gesucht wird, dann ist es einfach nicht das Zeichen, dass Sie das Thema 5S als Chef in Ihrem Unternehmen wirklich ernst meinen. Also, leben Sie 5S als Chef an Ihrem Schreibtisch wirklich vor. Leben Sie 5S in Ihrem Auto vor. Dann haben Sie nicht nur das Recht, sondern auch die natürliche Autorität, Ordnung und Disziplin von Ihren Mitarbeitern einzufordern. So, jetzt habe ich noch zwei Videotipps für Sie zu 5S. Beide dauern ungefähr 5 Minuten und zeigen in Zeitraffer eine 5S-Aktion in einer Autowerkstatt und eine 5S-Aktion in einem Lagerraum eines Krankenhauses. Ich finde die beiden Links unten hier in der Videobeschreibung, da können Sie reinschauen. Mir haben die viel Spaß gemacht, einfach mal zu gucken, in Zeitraffer, wie der echt aufgeräumt und sortiert wird. Lohnt sich wirklich, bleiben Sie dran. Ich wünsche viel Spaß mit den Videos und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.